Die Pandemie als Zeitgeschichte, ihre Artefakte als Museumsstücke. Während die Fallzahlen gerade wieder ansteigen, fühlen sich die vergangenen 3 Jahre im Haus der Geschichte Österreich trotzdem schon an wie eine andere Epoche. Erinnern Sie sich noch an die Kämpfe ums Klopapier, an das Face Shield des Servicepersonals? An den zweifelhaft schicken Gecko-Tarnanzug von General Rudolf Stridinger und an den Baby-Elefanten? Ist Covid-19 also reif fürs Museum? Abgehakt und ausgestellt gleich neben dem Ortsschild von Fucking? Das gehört seit der Umbenennung des Ortes übrigens ebenfalls zur österreichischen Zeitgeschichte. All die Maßnahmen, Lockdowns und Verordnungen wirken heute wie ein ferner Traum. Ein Albtraum selbstverständlich. Ich will mir anschauen, ob die heimtückische Pandemie tatsächlich vorbei ist. Und wenn das Virus noch grassiert, was ja der Fall ist, wie gefährlich ist es noch? Ist es zu einer harmlosen Krankheit mutiert? Oder hatten die Maßnahmen Gegner recht und es war alles gar nicht so schlimm, wie wir uns stets dachten? Um das herauszufinden, fahre ich unter anderem in die norditalienische Stadt Bergamo. Dort nahm die europäische Pandemie ihren Anfang. Das Foto vom Militärkonvoi voller Särge. Manche behaupten, es wäre fake. Und ich treffe mich mit Menschen, für die die Pandemie definitiv noch nicht abgeschlossen ist. Eine Long-Covid-Patientin, die um Anerkennung ihrer Krankheit kämpft, sowie ein Impfopfer, das sich mit seinem Leid ebenfalls alleingelassen fühlt. Gestatten Sie mir deswegen die Frage: Was wurde eigentlich aus Covid-19? Stehen wir heute in Sachen Covid? So wie wir uns wieder verhalten, könnte man meinen, das Virus hat sich in Luft aufgelöst. Es gibt nicht einmal mehr genaue Zahlen. Seit die verordneten Testungen eingestellt sind, gibt es zum Bestimmen der Infektionszahlen nur noch eine Möglichkeit: das Abwassermonitoring. Das wird österreichweit durchgeführt, zum Beispiel hier in der Kläranlage Wien. Da, wo täglich die Fäkalien von 2 Millionen Wienerinnen und Wienern durchfließen, befinden sich auch kleinste Viruspartikel im Wasser, die mit dem Stuhl oder der Spucke dorthin gelangen. Das Messverfahren ist inzwischen so genau, dass sogar eine einzelne infizierte Person unter 10.000 Einwohnern herausgelesen werden kann. Trotzdem, ganz genaue Zahlen, also wie viele Wienerinnen und Wiener sind jetzt wirklich infiziert, kann man aus dem Abwasser nicht gewinnen, erklärt uns Mikrobiologe Norbert Kreuzinger. Nur eine Tendenz, und die weist so wie jeden Herbst in den vergangenen 3 Jahren aktuell deutlich nach oben. Also wir sind jetzt natürlich schon noch auf einem eher niedrigen Niveau, würde ich sagen. Obwohl es ansteigt und vielleicht im Bewusstsein vieler Leute nicht verankert ist, dass das Virus nach wie vor da ist. Also SARS-Corona ist da, aber wie gesagt, noch in einer Intensität, wo wir zu anderen Zeiten schon wesentlich höher waren. Aber das Signal ist da und es steigt gerade wieder an. Also, Corona ist noch und wieder da. Statt genauer Zahlen müssen wir uns aber auf Tendenzen und erfahrungsbewährte Schätzungen verlassen. Ich will mich mit 3 Personen treffen, die während der Pandemie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden sind. Den Anfang macht der Epidemiologe Christoph Wenisch. Er gehörte zu den ersten Menschen auf der ganzen Welt, die geimpft wurden. Das Foto davon wurde sogar in der New York Times gezeigt, inklusive stolz gereckter Faust. Wenn unsere Sendung heißt Die verschwundene Seuche, was wurde aus Covid-19? Würden Sie mir eigentlich sagen, der Titel ist gar nicht so falsch. Es gibt zwar noch Long-Covid und so weiter, ja, aber das, was Sie da hinten in dem Haus erlebt haben, ist vorbei. Ja, ist vorbei, ja. Also Seuche ist halt, es ist eine Pandemie, die vorbei ist. Es ist eine Krankheit, die wir jetzt aber mehr haben und die wir genauso wie Influenza
oder Pneumokokkeninfektionen oder Staphylokokkeninfektionen da einreihen in der langen Liste der Erkrankungen, die man zu behandeln. Ein zweiter Interviewpartner in diesem Film ist der Gesundheitswissenschaftler Martin Sprenger aus Graz. In der Disziplin Public Health ist er zu Hause. Er war in der Corona Task Force des Gesundheitsministeriums, verließ diese aber sehr schnell wieder, weil ihm manche Maßnahmen zu streng erschienen. Der Ruf des aufmüpfigen Querulanten, der haftet ihm deswegen bis heute an. Wie gefährlich ist das jetzt zum 17. Mal mutierte Covid-19-Virus? Ich würde sagen, im Endeffekt gleich gefährlich wie die anderen Coronaviren und ähnlich wie andere respiratorische Viren. Also keine Notwendigkeit mehr für Lockdowns und Ähnliches? Ich glaube, wir müssen diese Scheinwerfer abschalten. Ja, weil wenn wir jedes Mal genau wissen wollen, welche Bakterien in uns und auf uns sind und welche Viren gerade um uns sind oder auf uns sind, dann machen wir uns nur verrückt. Meinen dritten Interviewpartner besuche ich in seiner Wiener Ordination. Der Internist Markus Franz. Schon lange vor der Pandemie gilt er als umstrittene Person. Fürs Team Stronach kam er in den Nationalrat, später wechselt er dann zur ÖVP und noch später wird er parteifreier Abgeordneter. Als eine der wenigen Stimmen mobilisierte er schon sehr früh gegen Maskenpflicht oder etwa eine generelle Impfempfehlung. Auch gegen Schulschließungen war er von Anfang an. Das Image des querulanten Querdenkers war schnell erworben. Was Covid-19 angeht, was für eine Art Welle erwarten Sie, wenn Sie eine erwarten, jetzt heuer im Herbst und im Winter? Also aus jetziger Sicht ist davon auszugehen, dass die Welle eher harmlos wird, weil Viren, speziell die respiratorischen Viren, die Tendenz haben, eher harmlos zu werden. Das ist natürlich auch eine Spekulation. Niemand kann das wirklich voraussagen. Es kann natürlich sein, dass sich eine neue Variante, eine sogenannte Variant of Concern entwickelt, die gefährlicher wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Drei Experten eine Meinung. Das Virus stellt derzeit keine große Gefahr mehr dar. Das ist genau das, was Kritiker und Kritikerinnen ja immer Ihnen und der Regierung und der Schulmedizin vorgeworfen haben, ist eh nur eine Sommergrippe. Jetzt sitzt man da und Sie sagen, es ist nur eine Sommergrippe. Da schauen Sie, das war ein Weg dorthin. Ja? Und das war ähnlich wie mit der, also ich verwende das immer bei der Mutter aller Pandemien, ja, bei der spanischen Grippe. Da war es ja genau das Gleiche. Nach 2 Jahren war das im Wesentlichen gegessen, weil die Menschheit eine Immunität aufgebaut hat, dadurch, dass es durchgemacht hat. Aber die 2 Jahre waren fürchterlich. Und ähnlich ist uns jetzt mit diesen SARS-CoV-2-Viren auch gegangen. Ja, es waren ganz, ganz fürchterliche zwei Jahre. Das dritte Jahr war dann schon leichter, ja, weil eben Impfung, Immunität und Medikamente da gewesen sind. Aber auf diese 2 Jahre dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ich habe sie nicht vergessen, die ersten Jahre. Vor allem die Bilder einer Stadt sind mir lebhaft in Erinnerung geblieben. Bergamo in Norditalien mit ca. 120.000 Einwohnern, in etwa vergleichbar mit Innsbruck, aber im Umland Millionen von Menschen. Hier wurde das Stracciatella-Eis erfunden und dennoch denkt man bei Bergamo heute an etwas ganz anderes. Denn Bergamo ist jene Stadt in Europa, die am Anfang der Pandemie am schlimmsten vom Coronavirus erwischt wurde. Das Wuhan des Westens, sagte man. In der gesamten Region sollen es mehr als 6.000 Corona-Tote innerhalb der ersten 5 Monate gewesen sein. Und es ist vor allem ein Bild, das damals für Aufregung gesorgt hat. Diese Handyaufnahme eines Militärkonvois bei Nacht. Beladen mit Särgen, voll mit Corona-Toten. Das Bild hat nicht nur die Menschen in Bergamo selbst schockiert, sondern hat Politiker weltweit zu harten Maßnahmen veranlasst. 3,5 Jahre danach reise ich erstmals in diese Stadt, um nachzufragen, was damals wirklich los war. Sollten mit dem Foto nur Angst oder etwa Hysterie erzeugt werden? Oder stand wirklich nur ein Streik der Totengräber hinter der Notlage, wie eine andere, nicht auszurottende Geschichte immer wieder behauptet? Ich treffe mich mit Matteo Castellucci, Journalist bei der Corriere della Sera, der auflagenstärksten italienischen Tageszeitung. Und zwar genau vor dem Haus, aus dem das berühmte Foto vom Militärkonvoi damals geschossen wurde. Matteo ist der Geschichte des Bildes nachgegangen. Er hat den Fotografen in seiner Wohnung aufgespürt und dazu eine Story geschrieben. There are so many rumors around the picture. Nobody's questioning that the vehicles were here. But people say, well, that was standard procedure sometimes. Or some people say the undertakers here were on strike. Is any of that true?
No, the thing that army had to intervene, it was that all the local mortgages, the local cemetery were full. They were completely overwhelmed by the number of deaths. The bodies were burned at the time. Yeah, also the coffins were piling up because the local agency weren't able to manage those high numbers. And so basically the cemetery, it was the hub in which they were, you know, waiting to be burned, but they were too much. And so they had to be... They called in the army. Yeah, and they were taken to other regions. Yeah. Das Bild beunruhigte in mehrerer Hinsicht. Das erste und das letzte Fahrzeug sind angeschnitten, sodass man im Kopf selber die Kolonne noch hochrechnet. 9 Lastwagen sind zu sehen. In Wahrheit sollen es nur, unter Anführungszeichen, 13 gewesen sein. Das Foto wurde außerdem in der Nacht aufgenommen, was Verschwörungstheoretiker auf eine heimliche Aktion schließen ließ. Probably it's a thing so big to process that some people try to find shortcuts or to, you know, conspiracy theories about it. But in Italy and especially in Bergamo, those kind of theories never had, you know, a fertile ground. Because the people know. Yeah. Matteo rät mir, vorsichtig zu sein, wenn ich in Bergamo in Zusammenhang mit diesem Bild das Wort Fake auch nur in den Mund nehme. Denn die Erinnerung an die ersten Wochen der Pandemie sind dort noch sehr präsent. Das bestätigt sich auch bei meinem nächsten Gesprächspartner, Dr. Stefano Fagioli. Als Covid-Koordinator hat er das große Krankenhaus von Bergamo durch diese schwierige Zeit navigiert. I really get annoyed very much annoyed, because I have seen the people dying. I have seen physicians dying. I have seen nurses dying. And I've seen them not breathing. So that picture is something which is telling you, this is a nightmare. Und das war erst der Anfang. Innerhalb weniger Tage wird sein Spital zur größten Intensivstation Europas. Alleine am 30. März 2020 mussten 600 Covid-Patienten, Patientinnen notdürftig versorgt werden. Untergebracht auf den Gängen, in Badezimmern, überall dort, wo man Sauerstoffflaschen befestigen konnte. Dass es ausgerechnet Bergamo erwischte, soll an den vielen internationalen Verknüpfungen der dicht besiedelten Region mit Asien liegen, erzählt mir der Arzt. Und auch die Liebe der Italiener zum Fußball hat ihren Teil dazu beigetragen. Mehr als 30.000 Fans fahren am 19. Februar 2020 mit Kleinbussen nach Mailand zum Match von Atalanta Bergamo gegen Valencia im Rahmen der Champions League. Bergamo gewinnt. Man fällt sich um den Hals, feiert bis tief in die Nacht. Ein idealer Nährboden für das neue Supervirus. Heute sind die Stadt und auch die italienische Regierung mit den Vorwürfen konfrontiert. Sie hätten damals fahrlässig, weil zu spät reagiert. Wäre in Bergamo rechtzeitig eine rote Zone, also eine Sperrzone, eingerichtet worden, hätten 4.000 Todesfälle vermieden werden können, heißt es nun. Warum hat man damals nicht sofort reagiert? Immerhin waren die Bilder aus China bereits bekannt. Now, after everything has happened, we probably should have done something different, like closing the airport, closing the access to the city and trying to isolate everything, which is not that typical of a democratic country. It's always difficult. I mean, who really thinks that it is possible? Die Bilder aus Bergamo, aber auch jene aus New York, China oder Indien haben der Welt schnell vermittelt, hier ist etwas Schreckliches im Gang. Viele Regierungen haben damals mit strengen Maßnahmen reagiert, auch die österreichische. Über Monate hinweg sind daraus aber dann immer kompliziertere und noch schwieriger zu verstehende Verhaltensregeln geworden. Ein kleines Quiz. Wissen Sie heute noch, was 2G plus bedeutete? Wissen Sie, ob Sie eine K2-Person waren und mit wie vielen Personen Sie Weihnachten 2020 verbracht haben? Am Anfang ist es immer gut, große Vorsicht walten zu lassen, wenn man nicht genau weiß, was auf uns zukommt. Dann allerdings ist etwas passiert, was nicht optimal war. Wir haben zu viele Berater, zu viele Meinungen, zu viele verschiedenste Fächer aus der Medizin, aus der
Mathematik, aus der Physik, aus der Statistik, alle möglichen sind gekommen und auch in den Medien aufgetreten und auch interviewt worden natürlich, auch von ihrer Branche, verschiedenste Leute, die geglaubt haben, sie wissen es, wie es geht und sie können berechnen und schauen und uns erklären, wie das mit Covid weitergeht. Das war aus meiner Sicht das größte Problem. Internist Franz hält es für einen großen Fehler, dass die vielen Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen ihre Diskurse öffentlich, oft auf Medienbühnen, ausgetragen haben. Dieser Corona-Zirkus, wie er es nennt, sorgte in der Bevölkerung für maximale Verwirrung. Stefano Fagioli, mein Gesprächspartner in Bergamo, stimmt dem zu. Er erzählt mir, dass er jede Anfrage für eine TV-Diskussion abgelehnt hat, weil es seiner Meinung nach keinen Sinn macht, derartig komplizierte medizinische Sachverhalte in kurzen Interviewhäppchen zu erklären. You have a face-to-face in which two, let's call them scientists, were having different opinions, which is on happening air. Every day in medicine, but it happens in specific situation, in specific context. You are in a meeting, in a medical meeting, and you are discussing if this strategy is better than the other one, and you try to see what is the best way to achieve. And here it was on television. But this is in television. So the people start trusting somebody just because was speaking, you know, in an easy way, or because they realized that the guy was close to their political thoughts, so I trust him. And this was the mistake. Dr. Fagioli hat einen relativ radikalen Vorschlag, was bei einer nächsten Pandemie zu tun ist. Es braucht Entscheidungen, sagt er. Schnelle Entscheidungen. We need to have a crisis unit. Is it national? Is it regional? I don't care. Decide what you do. But you close in a room, and if you want to have lunch, you come out with the decision. Otherwise, you stay there. You want a bed to sleep? Come out with the decision. Otherwise, you stay there. Because that is what we need. Das Diskussionschaos führte zu einem Maßnahmenchaos. Es folgten Maskenpflichten, die Schließung von öffentlichen Gärten, Kontakteinschränkungen, Versammlungsverbote im Freien sowie die Idee einer Impfpflicht, die wenig später gleich wieder verworfen wurde. In Österreich kommt erschwerend dazu, dass die Regeln von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausfielen. Hat man nicht viele Menschen verloren auf dem Weg, klar, wenn man ihnen Dinge auferlegt, wie von Amstetten bis Stadtgrenze Wien keine Maske, ja, und bei der Stadtgrenze Wien musst du im Zug dann die Maske anziehen. Ja. Ich meine, da ist es doch verständlich, dass ja, da würde ich mich sogar dazu setzen und sagen, ja, ist doch alles klar bei euch. Nein, also das sind halt politische Dinge, denke ich, also wo solche Sachen entschieden werden. Und da fehlt man natürlich auch das Verständnis, das ist klar. Ich gehe aber eine Stufe tiefer, mhm, noch in der Themen der Schulschließungen, ja, also mhm, wo ich immer schon dagegen war, weil diese... Sie waren immer gegen Schulschließungen? Immer dagegen, ja, und wurde ja auch kritisiert. Aber ich finde halt, dass man Kindergarten, Volksschule, Unterstufe keines nie schließen hätte sollen, zumal ja die Kinder ja ohnehin im Großen und Ganzen eher mildere Verläufe hatten. Ja. Also im 20er-Jahr war das noch okay, aber 21 sicher nicht, 22. Bei solchen Aussagen bestand die Gefahr, dass man rasch verteufelt und als Maßnahmengegner Covidiot oder gar Schwurbler abgestempelt wurde. Das ist in gewisser Weise auch Martin Sprenger passiert, als er sich öffentlich gegen die Lockdowns ausgesprochen hat. Dann war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, wo dann Mitte April 2020 wo die auflagenstärkste Zeitung Österreichs sozusagen mich quasi gleich mal von der Doppelseite als gefährlichsten Experten und Schäftollen bezeichnet hat, weil ich für Schulöffnungen eingetreten bin. Zwar auch sehr, meiner Meinung nach, sehr wissenschaftlich argumentativ, weil ich eben gemeint habe, dass Schulschließungen auch sehr viele unerwünschte Effekte haben und das ja betrifft ja doch über 1 Million Schülerinnen und Schüler und dass das eben auch sehr viel soziale Ungleichheit erzeugt und dass, bevor die Baumärkte aufgehen, sollen doch bitte die Schulen aufmachen. Ja? Und wenn Sie in der auflagenstärksten Zeitung als gefährlicher Experte und Chefdorn bezeichnet werden, dann können Sie sich mal vorstellen, was dann auf Sie einprasselt. Ja? Fakt bleibt, Covid-19 ist weit mehr als nur eine Sommergrippe gewesen. Noch immer gibt es in unserem Land eine Gruppe von Menschen, die dies behauptet. Das ist Unsinn. Das stimmt nicht. Das ist erwiesenermaßen falsch. Die Langzeitfolgen, die das heimtückische Virus mitunter auslöst, sind drastisch, geradezu dramatisch. Jenny Riegler
aus Wiener Neustadt ist so eine Long-Covid-Patientin. Ihr Fall ist extrem. Ihr Leben hat sich brutal verändert und trotzdem nehmen ihr das viele nicht ab. Kannst du dich dann vorne im Park ein bisschen hinsetzen? Ja, genau, das war geschickt. Suchen wir uns einen Schattenplatz. Genau. Der kleine Ausflug auf die nahe Wiese geht nur mit dunkler Sonnenbrille und Ohrenschützern. Denn ein Reiz zu viel und sie ist tagelang K.O. Viel Bewegung an der frischen Luft, ein gut gemeinter Tipp, den sie immer wieder mal erhält, das wäre fatal für sie. Die Pädagogin war stets eine lebenslustige und aktive Frau. Und sie war ständig mit ihrem Mann Bernhard und den beiden Kindern unterwegs. Im November 2020 erwischt sie dann Covid. Bis April 21 war sie noch alltagstauglich. Und dann kam der Crash, von dem sie sich bis heute nicht mehr erholt hat. Jetzt gibt es einen zermürbenden Streit mit der Pensionsversicherungsanstalt um die Frage, wie krank Frau Riegler wirklich ist. Dabei sind ihre Beschwerden offensichtlich und unübersehbar. Sie reichen von Atemnot bis hin zu motorischen Störungen. Am schlimmsten ist für sie aber, dass sie keiner noch so geringen Belastung mehr standhält. Meine Krankheit fühlt sich an, als würde langsam jemand das Licht ausschalten. Es wird immer dunkler, weil ich brauche immer mehr Dunkelheit und Stille, um wieder zu regenerieren. Das wird immer häufiger, immer mehr. Meine Krankheit wird schlechter. Long-Covid ist bei vielen Menschen umstritten, vor allem bei solchen, die es nicht haben. Sie halten es für vorgeschoben, für ein Symptom, hinter dem eigentlich Depressionen, Burnout oder simple Arbeitsverweigerung stehen. Kurzum, für einen Mythos. Das ärgert jene Ärzte, die diese Krankheit ernst nehmen und sich mit ihr beschäftigen. Einer der Spezialisten in Österreich ist der Neurologe Michael Stingl. Er alleine betreut derzeit mehrere hundert Betroffene. Ein Großteil von ihnen leidet unter dem sogenannten Post-Exertional Malaise-Symptom. Das ist ein sehr sperriger Begriff für die Tatsache, dass oft sehr banale Aktivitäten, also letztendlich, wenn man die eigene Leistungsgrenze überschreitet, und die kann sehr niedrig sein, die kann verhältnismäßig hoch sein, aber es kommt dann zu einer Verschlechterung des Zustandes mit Schmerzen, mit Erschöpfung, mit Problemen mit der Konzentration, Aufmerksamkeit und so weiter, mit Krankheitsgefühl oft, die für mindestens 14 Stunden andauern und auf Ruhe nicht besser wird. Die sind also müde, diese Leute? Eben nicht, das ist nicht eine Müdigkeit. Ja, erschöpft? Auch das nicht wirklich. Man kann es sich eher so vorstellen wie einen grippalen Infekt, den man hat, der dann wieder ausbricht und der dann einfach nicht besser wird, auch wenn man sich hinlegt. Und das ist ein großer Unterschied zu dieser Erschöpfung, die Sie kennen, die ich kenne, wenn man eine lange Woche hatte. Man geht dann einfach am Freitag früh ins Bett und am Samstag in der Früh ist man wieder halbwegs ausgeschlafen. Das funktioniert bei Post-Exertional Malaise nicht. Das Problem mit Long-Covid ist, dass der Begriff eigentlich ein Überbegriff ist und sämtliche Beschwerden bezeichnet, die mehr als 4 Wochen nach der Ansteckung mit dem Virus fortbestehen. Da fallen die klassischen Folgen einer schweren Infektion mit Geruchsstörungen oder Muskelschmerzen genauso hinein wie das seit den 60er Jahren bekannte chronische Fatigue-Syndrom, kurz MECFS, wie es auch Frau Riegler hat. Und so erklärt sich auch die von der WHO geschätzte Zahl von 36 Millionen Long-Covid-Betroffenen in Europa und ca. 300.000 Patientinnen und Patienten in Österreich. Schwere Fälle wie der von Frau Riegler sind nur ein Teil des Gesamtbildes. Genaue Zahlen sind dazu nicht erhoben. Und während bei Organschäden nach Infekt die Therapieansatzpunkte klar sind, gibt es für den MECFS-Typ noch keine etablierten Therapien. Man kann die Symptome lindern, aber nicht heilen. Frau Riegler scheitert im Alltag regelmäßig daran, ihre Krankheit zu erklären. Besonders schlimm ist für sie, dass sie sich jedes Mal neu rechtfertigen muss, wenn sie um Pflegegeld ansucht. Bis heute hat sie 13 neurologische, psychiatrische, psychologisch-kognitive, internistische, pulmologische und sogar orthopädische Gutachten erstellen lassen müssen. Und immer wieder stößt sie bei den Ärzten auf das gleiche Misstrauen. Man fühlt sich tatsächlich ein bisschen kriminalisiert. Also die Beweislast liegt bei mir als kranker Person. Ich muss den Ärzten beweisen, dass ich krank bin. Ich habe aber nicht das Know-how. Mittlerweile kann Frau Riegler gut abschätzen, wann sie ihrem Körper eine Pause gönnen muss. Das kann auch auf halbem Weg im Treppenhaus sein. Ihr Mann Bernhard schupft den Haushalt komplett alleine. Die ganze Familie wird psychologisch betreut, um mit dieser Situation zurechtzukommen. Für Jenny Riegler ist es nur schwer auszuhalten, dass sie so wenig in die Familie derzeit einbringen kann.
Sie fühlt sich stigmatisiert, missverstanden als jemand, der sich vor der Arbeit drücken will. Der Mensch, den man vorher war, wird einem abgesprochen. Ich meine, ich habe, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, habe ja gewisse Arbeitshaltung ja quasi schon bewiesen. Und mir jetzt zu unterstellen, dass ich das alles simuliere, weil ich nicht arbeiten gehen will, das passt nicht zusammen. Ich hab während meiner Schulzeit gearbeitet, ich habe während meinem Studium gearbeitet, ich hab immer gearbeitet und jetzt wird mir unterstellt, ich will nicht. Komplett unverständlich ist für sie, dass derzeit viele Long-Covid-Ambulanzen einfach geschlossen werden. Ich werde jetzt mal so richtig polemisch. Wir haben Milliarden ausgeschüttet. Jeder Beiselwirt, jeder Hotelier, viele andere Firmen, jeder hat da Geld bekommen mit Ausfall für Covid. Und jetzt für Long-Covid-Ambulanzen haben wir kein Geld mehr. Können Sie das nachvollziehen? Ich kann es nicht nachvollziehen, aber offensichtlich ist kein Geld da. Ich hoffe doch, dass die Gesundheitspolitikerinnen und Politiker ein Anliegen wäre, dass den Leuten besser geht, die Long-Covid haben, dass die gut versorgt sind, aber offensichtlich ist wirklich kein Geld. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich sehe diese Leute, ich sehe den Bedarf, der da ist und das Gleiche höre ich von allen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Long-Covid befassen und insofern auch bekannt sind, dass sie sich damit befassen und einfach von vielen Leuten aufgesucht werden. Ich verstehe es nicht. Eine Krankheit, die weltweit für Rätselraten sorgt und für die noch niemand eine perfekte Therapie parat hat, wird künftig vom Spital und von den Ambulanzen hinaus in die Hände niedergelassener Ärzte gelegt. Ein gewagter Schritt. Aber gewagte Entscheidungen sind bei Covid-19 nichts Ungewöhnliches. Was mich zurück zum Thema Corona-Maßnahmen bringt. Ich habe mich mit dem Mann verabredet, der einen Großteil der Maßnahmen zu verantworten hatte und dabei vermutlich die meisten Watschen von allen kassiert hat. Rudolf Anschober. Anfangs verbreitete Anschober durch seine besonnene Art ein Gefühl der Sicherheit. Mit dem Hin und Her bei den Maßnahmen nahm dieses aber beständig ab. Genauso wie die Gesundheit von Herrn Anschober, weswegen er ein Jahr nach Beginn der Pandemie sein Amt niederlegen musste. Anschober liegt viel daran, diese schwierige Zeit aufzuarbeiten. Ich will ihm da gern behilflich sein. Jetzt frage ich ganz forsch, was war denn Ihr größter Fehler rückblickend? Wo haben Sie gesagt, na, doch, habe ich aber falsch abgebogen? Boah, da hat es einige gegeben. So viel brauche ich gar nicht, nur eines. Er nennt mir trotzdem drei große Problembereiche. Nummer eins, dass er und Österreich die Krise damals nicht sofort gemeinsam mit der EU angegangen sind. Nummer zwei, seine überforderte Rechtsabteilung, die plötzlich Dutzende neue Verordnungen innerhalb kürzester Zeit erstellen musste. Und drittens, glaube ich, ein großer Fehler war, dass wir den Einzelinteressen, die es dann so ab Sommer 2020 gegeben hat, zu stark nachgegeben haben. Zum Beispiel? Einzelinteressen von bestimmten Wirtschaftszweigen, Stichwort Wintertourismus, Einzelinteressen von bestimmten Bundesländern, das ist ja nicht ganz unabhängig voneinander zu sehen. Das hat dazu geführt, dass es ganz unterschiedliche Lösungen gab, Maßnahmen gab. Und natürlich haben sie die Leute gefragt, na, wenn das 50 Kilometer nördlich von mir anders ist und 50 Kilometer südlich von mir anders, kann das noch vernünftig sein, wenn es ganz unterschiedliche Regelungen gibt? Da konnte ich mich nicht mehr durchsetzen. Ja, müsste man den Ländern diese Kompetenz wegnehmen? Ich glaube, wegnehmen ist ein starkes Wort, aber ich glaube schon, dass es in so einer Krise einfach vernünftig ist, bundeseinheitlich zu handeln. Anschober ist heute klar, dass die völlig unterschiedlichen Regelungen im föderalistisch organisierten Österreich den Maßnahmen sehr viel an Glaubwürdigkeit gekostet haben. Sie wissen aber selbst auch aus leidvoller Erfahrung, anhand der Briefe und E-Mails, die Sie bekommen, in der Bevölkerung ist derzeit Feierabendtag. Wie könnte man die Bevölkerung zurückgewinnen? Erstens einmal Ihr Politiker völlig unten, zweitens wir Medien noch weiter unten. Was müsste man denn da jetzt tun, Ihrer Meinung nach, aus der Sicht des emeritierten Politikers?
Ich glaube, da gibt es keinen Zauberweg dorthin, sondern einen sehr mühsamen Weg nur. Und der heißt aufarbeiten und reden miteinander. Ehrlich aufarbeiten, Sachen auf den Tisch legen und vor allem das Gespräch mit dem Teil der Covid-Gegner suchen, die gesprächsfähig sind. Und die gibt es, das ist der größte Teil davon. Mhm. Es gibt einen militanten Teil, wo ich keine Hoffnung habe. Aber der größere Teil, die sind Kritiker und die wollen sich einbringen. Während dem Gespräch mit Herrn Anschober frage ich mich, welche Fehler eigentlich wir Journalistinnen und Journalisten gemacht haben. Unser Ruf hat ja sehr gelitten durch die Pandemie. Haben wir die Maßnahmen zu wenig hinterfragt? Ich will das gemeinsam mit Johannes Huber erörtern. Er ist selbstständiger Blogger und Innenpolitik-Profi. Wir beide haben uns auch während der Pandemie regelmäßig ausgetauscht. Sie sind wieder auf Handschütteln und Bussi? Längst, ja. Längst? Ja. Okay. Also ich kann mich schon gar nicht mehr an die Zeit davor erinnern, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, es kommt nie mehr wieder? Ja, eine Horrorvorstellung. Johannes Huber ist nicht glücklich darüber, wie der österreichische Journalismus die Pandemie begleitet hat. Ganz streng würde er sich selbst einen Vierer, ein Genügend dafür geben, weil er zu spät erkannt hat, wie so viele Kolleginnen und Kollegen auch, dass die Politik nicht zu 100% im Sinne des Allgemeinwohls, sondern sehr schnell wieder parteipolitisch gefärbt war. Plötzlich sagt der Bundeskanzler, wir kommen bald in die Normalität zurück. Ein Jahr später hat die Pandemie gar nicht mehr sein dürfen in Oberösterreich, weil Landtagswahlen sind und es den, vor allem den regierenden Parteien einfach nicht ins Konzept gepasst hat, dieses unangenehme Thema jetzt überhaupt diskutieren zu lassen. Herbst 21. Herbst 21 war das. Und das Ergebnis war, es ist dann hinterher viel schlimmer geworden. Oberösterreich war einer der Hotspots, nicht nur was Infektionszahlen betrifft, es ist ja noch relativ harmlos, sondern was die Situation in den Spitälern betrifft. Es war schrecklich in Oberösterreich und hat dann auch dazu geführt, dass man in den Lockdown gehen hat müssen. Ja. Ein Problem waren auch die vielen Expertinnen und Experten, die wir Journalisten vor die Kamera oder das Mikrofon gebeten haben. Jede und jeder für sich allein, hochinteressant. In der Summe betrachtet, ein Verwirrspiel. Ich erfinde jetzt die Pandemie Xaver 200. Auf wen hören Sie und ich künftig? Auf den Infektiologen, auf den Immunologen, auf den Virologen, auf den Hausarzt, auf den Gesundheitsminister, auf den Internisten? Ja, was ist die Lehre aus dieser Pandemie? Weil unser Berufsstand hat massiv Schaden genommen. Auf keinen dieser genannten Personen können wir blind vertrauen und am wenigsten würde ich auf den Minister, unabhängig von dem, wer das jetzt ist, hören, ja? Weil da immer ein politisches Motiv dahinter ist. Pandemie in Österreich, wer hat sich da ausgekannt in dem Bereich, auch in der Wissenschaft? Ja? Das hat niemand sehen können, was da passiert. Das ist eine der unbefriedigenden Lehren aus der Pandemie sozusagen. Wir müssen zu einem guten Teil damit leben, dass es niemanden gibt, der genau weiß, was jetzt zu tun ist. Ich habe vorhin erzählt, dass uns Long-Covid als Folge der Pandemie erhalten bleiben wird. Das ist aber nicht das einzige Erbe, mit dem sich die Ärzte fortan plagen werden. Ich will Ihnen auch die Geschichte von Lukas Piep erzählen. Der 21-jährige Niederösterreicher geht derzeit nur noch in Begleitung seiner Eltern nach draußen. Aber nicht das Virus hat sein Leben so umgekrempelt, wie er sagt, sondern ausgerechnet die Schutzimpfung dagegen. Noch vor kurzem war das die Welt von Lukas, der Profifußball, in dem er eine große Karriere anstrebte. Doch diese Ziele, die müssen jetzt erst einmal auf die Ersatzbank. Bei seinem letzten Spiel ist Lukas mit Bruststechen und Atemnot zusammengebrochen und eine mühselige Suche nach den Ursachen begann. Niemand hat wirklich was gefunden. Immer waren nur leichte Auffälligkeiten, aber da haben die meisten gesagt, dass ist bestimmt jetzt nicht der Auslöser dafür, dass sie so geht, wie es eben zurzeit geht. Und dann haben wir einmal ein Privat-MRT gemacht, weil das Problem ist ja, wenn du heutzutage ein MRT machst, wenn du Glück hast, bist du in 3-4 Monaten dran, sag ich mal. Und ich habe halt auch das Gefühl gehabt, eben durch den Druck in der Brust, dass was Ernstes ist. Und es hat sich dann eben die Herzmuskelentzündung bestätigt. Herzmuskelentzündung. Die privaten ärztlichen Kosten belaufen sich mittlerweile auf einen fünfstelligen Betrag, erzählt uns Lukas. Erst langsam dämmerte es der Familie und dann auch einigen Ärzten,
dass es mit den Impfungen zu tun haben könnte. Herzmuskelentzündungen gelten als seltene, natürlich unerwünschte, aber bekannte Nebenwirkung der Corona-Impfstoffe. Lukas hatte insgesamt 3 Impfungen. Nach der dritten sind die ersten leichten Symptome aufgetaucht. 3 Monate später folgte eine Covid-Infektion und wieder 2 Monate danach der Zusammenbruch. Man ist damals dazu eigentlich fast gedrängt worden zum Impfen gehen. Wenn du nicht impfen gehst, hast du Probleme auf der Arbeit. Bei uns im Leistungssport war es genauso. Man wollte eigentlich meine Oma schützen auch, ist uns ja auch so eigentlich aufgetischt worden, dass man die älteren Leute schützt, dass ich die Oma auch sehen kann. Und ich habe mir da nicht viel dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, so gut wie die ganze Welt lässt sich impfen. Ich bin jung, ich bin Leistungssportler. Das wird wie eine ganz normale andere Impfung bisher. Und das war halt nicht der Fall und seitdem ist es bergabwärts gegangen. Lukas und seine Familie wollen die Krankheit als Impfschaden anerkannt wissen und dafür ein Schadensgeld erhalten. Es geht ihnen dabei auch um Genugtuung, wie sie erzählen. Für die Rückendeckung haben sie sich an Anwalt Gottfried Forsthuber gewandt. Der will diesen Herbst schon vors Gericht ziehen, und zwar gegen den Staat selbst, der bei den Corona-Impfungen die Haftung übernommen hat und die Hersteller von jeglicher Verantwortung freigestellt hat. Also ich habe die ungeschwärzten Verträge von ein paar europäischen Staaten, unter anderem Slowenien. Und da kommt recht eindeutig heraus, dass die Hersteller erklärt haben, es ist eine neue Technologie, wir rollen das gerne aus für dich, lieber Staat, aber wir wollen null Haftung dabei übernehmen, weil es ist eben ein neues Wirkprinzip dahinter. Der Staat hat gesagt, mir ist das völlig egal, Hauptsache ich kann mein politisches Versprechen einlösen und es gibt die Impfung. Feierabend. Also allein von dieser Herangehensweise ist es systemimmanent, dass Kontrollvorschriften schleifen gelassen werden. Und das ist eine zentrale Problematik der damaligen Corona-Politik. Sie hat die Kontrolle nicht wahrgenommen, die sie hätte ausüben müssen. Das muss eingeordnet werden. Diese Aussagen von Anwalt Forsthuber sind Behauptungen. Behauptungen, wie sie einem Anwalt natürlich zustehen. Es wird aber an Forsthuber selbst liegen, diese gravierenden Vorwürfe auf dem Prozessweg zu beweisen. In der Zwischenzeit kämpfen Menschen, die sich als Impfopfer sehen, weiterhin alleine um die Anerkennung ihrer Krankheit als direkte Folge der Covid- oder Corona-Impfung. Eine, die darüber entscheidet, ist die Grazer Ärztin und Gutachterin Andrea Griesold. Sie sagt mir, dass auf 1000 Impfungen 1 bis 6 Impfschadensmeldungen kommen. Darunter fallen aber auch Reaktionen wie Fieber oder Müdigkeit, also eher leichte Symptome. Haben Sie es im Kopf, wie vielen Personen haben Sie jetzt schon einen durch die Impfung hervorgerufenen Schaden, nicht Reaktion, zugestanden oder diagnostiziert? Ich würde meinen, so aus dem Zahlen heraus bei ungefähr 10% der Ansuchen, 10-15% der Ansuchen, die kommen, sagt man ja, das, was die Patienten hatten, kommt von der Impfung. Und dann entscheidet sich aber, wie lange hat der Patient Beschwerden gehabt, ist es wirklich eine schwere Impfreaktion, und dementsprechend kommt es dann vom Ministerium zu einer entweder Einmalzahlung oder auch zu einer Rentenzahlung. Aber das sind ungefähr 10%. Das muss ich zusammenrechnen. Sie sagen, zwischen 1 und 6 Personen auf 1000 kommen, melden je nach Impfstoff. Mhm. Und von diesen 1 bis 6 Personen wieder 10%, so würden Sie das derzeit einschätzen, haben tatsächlich einen Impfschaden. Dann wären wir im Bereich von 0,01. Über 13 Milliarden Corona-Impfungen weltweit, über 20 Millionen alleine in Österreich. Und das alles innerhalb von nur 3 Jahren. Noch nie gab es eine Impfung in dieser Größenordnung. Selbstverständlich fällt da auch die Zahl der Impfreaktionen und eventueller Impfschäden höher aus als bei anderen Impfungen. Frau Griesold erklärt mir außerdem, dass die Bereitschaft, einen Impfschaden zu melden, bei den Corona-Impfungen deutlich höher sei als bei allen anderen Impfaktionen. Bis Anfang September wurden österreichweit insgesamt 2.135 Anträge in Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung eingebracht. 266 Personen wurde der Impfschaden auch zuerkannt. 266 Personen von mehr als 5 Millionen geimpften Menschen.
Ähnlich wie bei Long-Covid-Patienten ist der Weg zur Anerkennung eines Impfschadens nicht einfach. Zuerst muss die komplette Vorgeschichte erhoben werden. Und dann kann es leider bis zu 2 Jahre dauern, bis das dann bei uns als Sachverständig ist. Nach zwei Jahren sind wir erst dran. Das heißt, wir müssen dann oder wir nehmen noch einmal Kontakt mit der Person auf und gehen noch einmal durch das Ganze durch. Das heißt, wir fragen die, ist das Ganze abgeschlossen? Hat er immer noch Beschwerden? Weil wenn die dieses Formular abgeben, sind die Beschwerden da, aber bis es eben bei uns ist, kann es 2 Jahre dauern. Das ist jetzt für manche oft schwer verständlich, aber das dauert im Moment so, das dauert so. Frau Grisold und ihrer Gutachterkollegenschaft, aber auch vielen Anwälten und den Gerichten wird es in diesem Herbst sicher nicht langweilig. Die Einrichtungen, die uns durch die Pandemie begleitet haben, sie sind aufgelöst oder rotten ein bisschen vor sich hin. Gegenstände, die für uns alltäglich geworden waren, sind jetzt im Museum eingelagert. Alle Fehler und Probleme, die wir in den letzten Jahren selbst gemacht oder erlebt haben, sind leichter zu ertragen, wenn man weiß, dass wir auch etwas daraus gelernt hätten. Und nächstes Mal wird's besser. Aber ist dem auch so? Dr. Fagioli aus dem Spital in Bergamo glaubt nämlich nicht, dass wir die Krise gut überstanden haben. Er erzählt mir, dass sich der private Verkehr in Bergamo verdreifacht hat, weil die Menschen öffentliche Verkehrsmittel jetzt meiden. Aber das ist aus seiner Sicht noch nicht das Schlimmste. We have lost credibility, we have lost trust and confidence in science, and we have lost confidence in, let's call it power, people who has the power to decide. And this will make even worse and more difficult. Now we are still not prepared if there is something new, but we have preventive thoughts. So we will think that people somehow is doing something which is against us. And it's going to be a nightmare. So I'm not optimistic, honestly. Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist da etwas optimistischer. Er baut auf die WHO, die an einem neuen Vorwarnsystem arbeitet. Und auf das neue Epidemiegesetz, das in Österreich gerade im Entstehen sein soll. Dieses Gesetz sei extrem wichtig, meint auch Infektiologe Wenisch. Mit dem derzeitigen würde er sich in keine neue Pandemie wagen wollen. Wir haben ein Epidemiegesetz aus dem Jahr 1950. Das müssen wir aktualisieren. Ja, das müssen wir, da gibt es jetzt moderne Maßnahmen. Ich kann ja jetzt nicht mit dem 50er-Jahr-Gesetz, Krisenkommunikation, das war ja damals anders. Ja, da haben wir gehabt, was, wie das alles jetzt heißt, Twitter und TikTok, das kann halt aktuell, das muss man da reinnehmen. Ja. Das fehlt uns. Ein neues Epidemiegesetz. Im Bürokratie-Weltmeisterstaat Österreich gut und schön. Aber das alleine kann es wohl nicht gewesen sein. Der Internist Franz fordert unter anderem eine eigene medizinische Taskforce. Was muss denn jetzt geschehen? Das Erste, was geschehen muss, ist diese Fehlereinbekennung und das Feststellen, ja, wir haben da zu viel gemacht und da vielleicht zu wenig. Das muss man sagen. Man braucht diese Taskforce, die unabhängig von der Politik und unabhängig von der Industrie zusammengestellt wird, die dann als Bereitschaftstruppe da ist und im Falle des Falles eingreifen kann, eine schnelle Eingreiftruppe. Das braucht man. Und man braucht auch die Öffnung Richtung kritischer Stimmen, sodass man Leute, die was zu sagen haben, was vielleicht nicht dem allgemeinen Grundtenor entspricht, auch einbezieht, ohne die sofort niederzumachen. Auch mein Journalistenkollege Johannes Huber wirkt etwas desillusioniert. Weil die Politik, so sagt er, sich nicht dazu durchringen konnte, gemeinsam im Sinn der Allgemeinheit zu agieren. Das wird unserer Journalistenbranche bei einer möglichen neuen Pandemie einiges abverlangen, ist er überzeugt. Wenn es uns um journalistische Glaubwürdigkeit geht, dann müssen wir wirklich viel mehr Distanz noch zur Politik wahren, nämlich kritische, nüchterne Distanz, ja? Nicht Ablehnung, ja? Sondern einfach immer bedenken, was sagt jetzt diese Person, welche Motive kann es gehen, wie nachvollziehbar ist das, worum geht es dir, etc. etc. Ja? Ich bin noch immer nicht ganz zufrieden. Falls wir tatsächlich wieder eine Situation wie in den letzten Jahren erleben sollten, würde ich gerne jetzt schon wissen, an wen ich mich als neutraler Journalist wenden kann. Wessen Empfehlungen darf ich weitergeben, ohne wieder als Regierungsbüttel beschimpft zu werden? Ich frage mich noch immer bei der nächsten Pandemie, lieber Johannes, auf was willst du hören?
Es gibt die gesundheitliche Dimension, es gibt aber vor allem auch die soziale und die wirtschaftliche, und die sind uns genauso wichtig. Ja. Wir müssen das Ganze in einer Balance halten. Ja. Wir dürfen nicht nur sagen, sobald irgendein Corona-Fall auftaucht, wir machen das ganze Land zu. Ja. Das ist Wahnsinn, weil es gibt nicht die Wissenschaft, es gibt nicht die Wahrheit. Ja. Das ist, in dem Fall zeigt sich das ganz brutal. Ja. Dann flieg ich zurück in unseren Traum. Ich formuliere das ein bisschen um. Wer glaubt, dass es bei der nächsten Pandemie den einen, alleswissenden Wunderwuzi geben wird, der irrt.